Hallo liebe Freunde der Lessingstadt Wolfenbüttel. In unseren letzten Videos haben wir euch die Orte gezeigt, an denen Gotthold Ephraim Lessing gewohnt und gearbeitet hat. Heute zeigen wir euch die Orte, an denen seine Freunde gewohnt haben. Und wir stehen hier heute vor dem Schloss Wolfenbüttel, in dem Lessing seit 1770 wohnte. Von hier aus schrieb er zahlreiche Briefe an seine Freunde in ganz Deutschland. Am Anfang seines Lebens war Lessing wohl ein hochbegabter Einzelgänger, der nur wenige Freunde hatte und sich in die Bücher vertiefte. Doch in seiner Zeit in Berlin und Hamburg wurde der junge Gelehrte und Dichter immer berühmter und lernte viele interessante und bedeutende Männer kennen. Lessing verbrachte viele Stunden in der Gesellschaft seiner Freunde. Für ihn war das Gespräch mit ihnen, sei es in Präsenz oder in seinen zahlreichen Briefen, ein essentieller Bestandteil seiner Wahrheitssuche. Beim Lautdenken mit seinen Freunden gewann er seine Erkenntnisse in der Literatur und Philosophie, die er später in seinen Schriften verarbeitete. So denken wir zum Beispiel, dass sein Drama Nathan der Weise ohne seinen Freund Moses Mendelssohn nicht möglich gewesen wäre. Für Lessing spielten bei seinen Freundschaften die üblichen Vorurteile oder die Unterschiede in Religion oder Nationalität keine Rolle. Lessing schloss eine enge, lebenslange Freundschaft mit dem jüdischen Aufklärer Moses Mendelssohn, von dessen großer Intelligenz und Gelehrsamkeit er sich sehr angezogen fühlte. In der Figur des warmherzigen und lebensklugen jüdischen Kaufmanns Nathan hat Lessing seinem Freund ein Denkmal gesetzt. Unsere erste Station auf der Reise zu den Orten der Freunde von Lessing sind wir hier vor dem Schloss Wolfenbüttel. Hier in den Räumen des Schlosses gründete einer seiner Freunde, der Braunschweiger Pädagoge und Aufklärer Joachim Heinrich Campe, eine Schulbuchhandlung. Der Herzog in Braunschweig stellte Campe zahlreiche Räume im Schloss zur Verfügung, in denen er Schulbücher drucken ließ. Später übernahm Campe die Waisenhausbuchhandlung in Braunschweig und wurde zu einem der erfolgreichsten Autoren für Jugend- und Kinderliteratur. Lessing und Campe lernten sich 1778 in Hamburg kennen und schlossen schnell eine enge Freundschaft, die bis zu Lessings Tod und sogar darüber hinaus reichte. In ihren Briefen blieben die beiden Denker miteinander verbunden und tauschten sich über Religion, Philosophie und Literatur aus. Was die beiden verband, war das freie Denken und ein gemeinsamer Gegner. Der Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Götze hatte Lessing scharf angegriffen, weil er im Fragmentenstreit die Lehren des Christentums angezweifelt hatte. Auch der Pädagoge Campe war Götze ein Dorn im Auge, weil er mit seinen Schülern lieber in die freie Natur spazieren ging als in die Kirche. In seiner Schulreform in Braunschweig setzte sich Campe für Toleranz gegenüber allen Weltreligionen ein, also auch gegenüber dem Judentum und gegenüber den sogenannten Ketzern. Ebenso wie Lessing kämpfte Campe für Toleranz und Wahrheit und wurde deswegen angegriffen und angefeindet. Den frühen Tod seines Freundes hat Campe bitter betrauert und beklagt. Nach Lessings Tod geriet sein Grab auf dem Magni-Friedhof in Braunschweig schnell in Vergessenheit. Nur weil Campe seinem Freund einen Grabstein setzte und so die Grabstelle bezeichnete, wissen wir heute überhaupt, wo Lessing begraben liegt. Campe setzte sich für die Erinnerung an das Leben und Werk seines Freundes ein und finanzierte auch ein Denkmal für Lessing, das heute in der Herzog-August-Bibliothek steht. Darauf steht die Inschrift Gotthold Ephraim Lessing, Weiser, Dichter, Deutschlands Stolz, einst der Musen und seiner Freunde Liebling.
Wir sind jetzt an einem weiteren Lessing-Ort, der herzoglichen Kanzlei in der Kanzleistraße. Die herzogliche Kanzlei wurde 1588 von dem Baumeister Hans Friedemann de Vries umgebaut zur herzoglichen Kanzlei. Mehr als 200 Jahre war hier der zentrale Regierungs- und Verwaltungssitz des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel. Hier in diesem Gebäude hat ein Freund von Lessing gearbeitet. Karl Wilhelm Jerusalem stammte aus einer Braunschweiger Familie. Sein Vater war der bedeutende Religionsphilosoph und Aufklärer Abt Jerusalem. Nach seinem Jurastudium wurde der junge Karl Wilhelm Jerusalem hier in der Kanzlei zum Hofgerichtsassessor ausgebildet. Nach Lessings Ankunft in Wolfenbüttel lernten sich die beiden Männer kennen und schlossen schnell enge Freundschaft. Das gemeinsame Interesse an der Philosophie verband die beiden Freunde. Und Lessing schreibt in der Vorrede zu den philosophischen Aufsätzen von Jerusalem, die er herausgegeben hat: Der junge Mann, als er hier in Wolfenbüttel sein bürgerliches Leben antrat, schenkte mir seine Freundschaft. Ich genoss sie nicht viel über Jahr und Tag, aber gleichwohl wüsste ich nicht, dass ich einen Menschen in Jahr und Tag lieber gewonnen hätte. Nach der Zeit in Wolfenbüttel ging Jerusalem an das Reichskammergericht in Wetzlar und er hatte dort eine sehr schwierige Zeit, weil er von seinen adligen Vorgesetzten gemobbt wurde und weil er sich unglücklich verliebte in eine verheiratete Frau. Er hatte dann auch psychische Probleme und es führte dazu, dass sich Jerusalem mit zwei Reisepistolen das Leben nahm. Und er hatte Johann Wolfgang von Goethe kennengelernt und Goethe nahm diesen Stoff von Jerusalem, diese Figur Jerusalem, für seinen Roman Die Leiden des jungen Werther. Hier in der Region Wolfenbüttel traf das auf wenig Gegenliebe. Der Vater Abt Jerusalem und auch Lessing waren empört, dass man Jerusalem, dass Goethe Jerusalem so verzerrt dargestellt hat. Und was macht Lessing? Lessing gibt die Texte, die philosophischen Aufsätze seines Freundes Jerusalem heraus, zusammen mit einer Vorrede, in der er auch Goethe kritisiert. Was Lessing wahrscheinlich am meisten gestört hat, ist, dass Jerusalem und Werther auf dem Schreibtisch ein Exemplar der Emilia Galotti von Lessing hatte, sodass es aussehen könnte, als ob Jerusalem seine Idee für den Selbstmord von einer Schrift von Lessing hatte. Lessing hat seinem Freund also ein Denkmal gesetzt und er hat sich auch nach dem Tod von Karl Wilhelm Jerusalem für seinen Freund eingesetzt und ihm dieses Denkmal gesetzt, der Erinnerung an diesen jungen Mann. Wir sind jetzt an einem weiteren Lessing-Ort angekommen und wir sind hier in der Stobenstraße. Die Stobenstraße heißt nach den Badstubern, die hier in ihren Häusern Stoben hatten, also Tröge, in denen sich die Menschen waschen konnten. Gleichzeitig waren die Badstuber die Ärzte und Quacksalber in der damaligen Zeit und hier in der Stobenstraße war auch das Rotlichtviertel in Wolfenbüttel. Dieses Haus in der Stobenstraße Nummer 5 gehörte im 18. Jahrhundert Franz Ernst Brückmann, einem bedeutenden Arzt und Wissenschaftler. Für mich ist dieses Haus, die Stobenstraße Nummer 5, das schönste Haus in dieser ganzen Straße. Brückmann war ein beliebter Arzt und ein fleißiger Wissenschaftler. In seinem Haus hatte er eine große Bibliothek und ein Naturalienkabinett. Brückmann schrieb Bücher über die Schätze der Natur. Da die Naturwissenschaften damals noch nicht so weit entwickelt waren, schrieb er vor allen Dingen über seltsame Dinge wie Missgeburten, die braunschweigische Mumme und eine Fliegenfalle zur gänzlichen Ausrottung der unverschämten Fliegen. Er stellte dar, wie man Maden aus dem Käse vertreibt oder Hunde vor der Tollwut schützt. In diesem Haus wurde auch der Sohn von Franz Ernst Brückmann geboren, und zwar der spätere Freund von Lessing, Urban Friedrich Benedikt Brückmann. Urban Friedrich Benedikt Brückmann studierte wie sein Vater Medizin und er wurde später zum Leibarzt der Braunschweiger Herzöge. In Lessings späteren Jahren, als er schwer krank war,
behandelte ihn sein Freund Brückmann in Braunschweig und in Wolfenbüttel. Trotz der Anfeindungen, die Lessing in seinen späteren Jahren ertragen musste, hielt sein Freund Brückmann zu ihm und war auch in seiner Sterbestunde bei ihm und behandelte ihn als der Arzt, der ihn auf seinem letzten Weg begleitete. So viel zu unserem Lessing-Ort in der Stobenstraße. Und wenn euch unsere kleine Reise zu den Lessing-Orten in Wolfenbüttel gefallen hat, dann könnt ihr gerne unsere Kanäle auf Instagram und Facebook abonnieren und ihr könnt auch gerne eine Stadtführung bei uns buchen. Nähere Informationen dazu findet ihr auf der Homepage der Lessingstadt und in der Touristinformation Wolfenbüttel.